Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Ostern und dieses Video soll eine Hommage an das ganz alte, beziehungsweise nicht ganz alte, das ist erst 2 Jahre alte Oster-Special sein, was sogar bald dabei ist, die 100.000 Views, Aufrufe zu knacken, was übelst krass ist. Also vielen Dank, dass ihr so meine Videos so anschaut und sowas hätte ich echt nicht gedacht. Weil so eine Zeit lang, da war mein Kanal nur auf so 50 oder 47 Abonnenten so, also mal mehr, mal weniger, so um den Dreh. Und dann auf einmal, jetzt habe ich ganz viele Abonnenten. Das ist peinlich, ich muss mal kurz gucken. Ich habe tatsächlich die 300 Abonnenten geknackt. Das hätte ich damals echt nicht gedacht. Also nochmal danke. Und es kam wirklich aus dem Nichts, also auf den einen Tag vom anderen. War dieses eine Ostervideo vor 2 Jahren, die ist da mit dem Spinosaurus, war übelst gehypt und so. Und dann meine Abonnentenzahl schlug dann auch in die Höhe. Also vielen, vielen Dank, das hätte ich, wie gesagt, echt nicht gedacht. So, in dem diesjährigen Oster-Special geht es aber nicht um Jurassic World, wobei doch ein bisschen. Und zwar geht es um ein Update von meiner Filmautosammlung, die ich ja vor einem halben Jahr schon mal gezeigt habe. Doch ein paar habe ich vergessen zu zeigen. Also es waren nur 3, die ich vergessen habe zu zeigen. Und da habe ich mir auch noch ein paar neue gekauft. So, wir fangen hiermit an. Die habe ich mal in einem uralten Video mal gezeigt. Was war es noch für ein Video? Das war irgendein Update-Video zu Jurassic World. Das gibt es auch noch, weil ganz viele Update-Videos von damals habe ich gelöscht, weil die nur irgendwie 3 Minuten lang gingen und keinen Mehrwert und alles hatten. Also waren auch sehr uninteressant. Aber das gibt's halt noch, da habe ich die mal ganz kurz gezeigt, hier aus Jurassic World von 2015. Das ist die Mercedes G-Klasse, die Owen gefahren hat. Also der Dienstwagen von Owen. Ja, sehr cooles Auto, ich liebe Mercedes. Und dann hier noch der Textron Tiger, das ist so ein Militärfahrzeug. Das haben dort die Troopers in dem Film gefahren, also aus demselben Jurassic World Teil sind die. Beide der von 2015. Also auch sehr, sehr cool. Und das war so ein 5er-Pack. Da war auch noch so ein LKW, so ein U-Boot und eine Gyrosphäre dabei. Aber in diesem Video geht es ja nur um Autos. Also zeige ich die beiden. So, was machen wir als nächstes? Komm. Mein großes James-Bond-Auto. Ich habe ja im letzten Video, also letztes Filmauto-Video, habe ich ja diesen, wie hieß der? Austin Martin aus dem neuesten James Bond Film gezeigt. So ein ganz futuristisches Teil war das. Aber das hier ist halt der klassische, der auch im neuen James Bond Film ganz am Anfang zu sehen war. Aber auch in Filmen wie Goldfinger, da war ja als erstes dieses Auto, dieser Austin Martin DB5. Und dann noch so ein alter. Welcher war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Aber sehr cool. Kann man auch die Türen aufmachen. Ja, muss man sehr vorsichtig sein, ist was empfindlich, aber da, das ist ein englisches Auto, deshalb ist das Lenkrad auch auf der anderen Seite. Ja. Und in derselben Größe habe ich dann auch noch, da ist kein richtiges Filmauto, aber ich wollte mal zeigen, und zwar ist es ein 190er Evolution 2. Das ist das Auto, was, Axel in Manta Manta fährt, wobei Axel hat den in Rot. Und es ist kein originaler Evolution 2, sondern einfach nur ein 190er mit einem D&W Bodykit. Aber er sieht halt so ähnlich aus. Steht es auch. 190E 2.0 16 Ventiler Evolution 2. Genau. Gucken wir auch mal rein. Da auch sehr klassisch und cool dieser Innenraum mit diesen karierten Sitzen und alles. Richtig 80er Jahre mäßig. Da fehlt nur noch der Wackeldackel hinten drin. Kennt ihr das noch? Wackeldackel? Richtig cool auf jeden Fall. Oder das ist mein Traumauto, so ein 190er. Und vielleicht so als Joke setze ich da den Rodney hinten rein. Kennt ihr noch den Rodney damals? Rodneys Hundeshow, kennt ihr das noch? Boah, das waren noch Zeiten. Warum sage ich eigentlich ständig das Wort Boah in dem Video? Jetzt habe ich kurz mal über Manta Manta geredet und jetzt rede ich schon wie Manta Fahrer.
Ich war übrigens beim neuen Film Manta Manta 2 war ich vor kurzem im Kino. Also am 31., also einen Tag nachdem er frisch in die Kinos kam, war ich da drin und der Film war übelst cool. Der hatte so Elemente von einmal von so Retro. Also da kamen auch wieder ein paar Manta-Witze vor und alte Charaktere tauchten wieder auf und alles, auch Axel und Klausi, aber Gerd leider nicht. Ja, aber er hatte auch neuere Elemente, wie zum Beispiel diese Jugendgruppen da, wo mich eine Szene sehr an Fast and Furious erinnert hat, sage ich nur. Oder auch diese ganzen neuen Klischees, also er ist nicht ein 90er-Jahre-Film jetzt in den 2020er Jahren, sondern er hat halt auch viele Klischees aus den 2020er Jahren. Sobald der Film auf Blu-ray raus ist, werde ich mir den auch kaufen. Als einer der ersten wahrscheinlich, weil ich den Film richtig gut fand, wie gesagt. Jetzt muss ich überlegen, was waren da noch für Klischees drin aus der heutigen Zeit? Auf jeden Fall ganz, ganz viele. Da muss ich mir den Film nochmal anschauen, weil das lohnt sich echt wirklich. Nicht nur für Manta-Fans, sondern auch für Fans von anderen Filmen oder für Leute aus der neuen Zeit. So, was machen wir als nächstes? Beziehungsweise was nehmen wir als nächstes? Übrigens, das gehört jetzt eigentlich nicht dazu, aber das ist das Auto, was Axel im neuen Manta Manta fährt. Nicht mehr ein 190er, sondern ein Golf 2 GTI, so wie der hier, nur in Blau. Den gab es auch mal vor ein paar Monaten auf eBay zu verkaufen, das originale Filmauto. Und das hat, glaube ich, nicht mal 10.000 gekostet. Also hätte ich mir holen können, aber was will ich mit einem Stunt-Auto auf der Straße, der eh keine Straßenzulassung kriegt? Total unnütz. So, und Golf, den fährt der Axel am Ende. Und am Anfang hat er so einen Tesla. Ich glaube, Model S war das. Genau. Ich würde mal sagen, als nächstes zeige ich die Batman-Autos. Ich habe Batman noch nie gesehen, aber ich habe so ein paar alte DVDs, die habe ich mir aber wie gesagt noch nicht angeguckt. Die haben sogar noch diese ganz alte Hülle, die nur aus Pappe besteht, mit an der Seite so einem Plastikverschluss. Also ich finde, die Hülle sieht cool aus, aber ist halt billig. Das ist das allererste Batmobil. Das war einfach noch ein ganz normales Auto, was so ein bisschen aufgemotzt war. Das war ein Lincoln Futura, der wiederum auf dem Lincoln Continental basiert. So ein, das ist kein richtiges Cabrio, das ist eher so ein Targa-Auto. Targa-Coupé. Finde ich sehr cool. Aber auch ziemlich abgedreht futuristisch. Dann das 80er-Jahre-Bettmobil. Das ist auch cool mit dieser langen Schnauze. Fast schon wie so ein Dragster sieht das aus. So, der basiert übrigens auf einem Chevrolet Impala. Aber nicht dieser alte Impala, sondern der, der in den 80er Jahren gebaut wurde, gehe ich von aus. Ja, auch mit den fetten Heckflossen hinten. Cool. Dann zwei aus dem ganz neuen Batman-Film. Einmal eine Chevrolet Corvette C2. So wie ich das verstanden habe, fährt Batman den als Daily in dem Film. Als Daily Driver. Ich habe den noch nicht gesehen, den Film. Ich kann euch aber die Seite IMCDB ans Herz legen. Ich mache jetzt keine Werbung dafür oder so, sondern ich finde die Seite sehr cool. Da gibt man einen Filmtitel ein und dann werden dort alle Fahrzeuge mit Bild aufgelistet, die im Film vorkamen. Und auch anhand von Sternen wird bewertet, wie stark der Auftritt war. Also sehr cool. Und da steht wirklich fast alles über das Auto. Da kann man auch chatten auf der Seite mit Leuten, die sich auch für Filmautos interessieren. Und dann noch hier das Batmobil aus dem neuen Batman-Film. Der basiert übrigens, haltet euch fest, auf einem Opel Manta. Richtig, ich habe vorhin über Manta Manta geredet und was dieses Jahr lässt uns der Manta echt nicht in Ruhe. Wirklich nicht. Der kam aus den 90er Jahren wie Marty McFly in seinem DeLorean, nur dass jetzt Till Schweiger mit seinem Manta bis in die neueste Zeit gereist ist und jetzt lässt uns er nicht mehr los. Ich hoffe, ihr versteht meinen Humor. So, hier das, sehr cool. Ist mal was anderes, das sieht so aus wie so ein Muscle Car.
Nicht mehr so wie so ein futuristischer Straßenkreuzer. So, jetzt kommen wir zum Highlight. Und dort sind auch zwei Autos dabei, die ich heute Morgen zu Ostern bekommen habe. Und zwar Fast and Furious. Den hier, den habe ich schon was länger. Den habe ich beim ersten Teil vergessen zu zeigen. Das ist Dominic Toretto's Dodge Charger SAT Hellcat. Aber das ist nicht dieser typische Dodge Charger, den er immer fährt, diesen alten, sondern es ist halt, wie gesagt, so ein neuerer Hellcat. Den fährt er in Fast and Furious 9. Genau. Das Ding, das ist auch übel schwer, das ist so ein Deluxe Hot Wheels Auto, nicht so wie der hier, so leicht aus so Plastik oder leicht Metall, sondern ist schon richtig schwer. Und hat auch Gummiräder. War auch nicht ganz günstig, sage ich mal. Also so ein kleines Auto, viel Geld. So, jetzt habe ich vier größere Fast and Furious Autos. Das ist die Frage, in welcher Reihenfolge stelle ich euch die vor? Ich würde mal sagen, chronologisch. Der hier. Das ist ein Mitsubishi Evolution, beziehungsweise Lancer Evolution, Mitsubishi Lancer Evolution. Richtig cool. Kann man auch die Türen aufmachen. Ja, und der hat drei Pedale, das heißt, das ist ein Auto mit Schaltgetriebe. Muss man ja haben, um zu driften. Das war im zweiten Fast and Furious das Polizeiauto von Brian. Also Brian war ja in den früheren Fast and Furious Filmen Polizist. Das war halt so sein Zivilauto. Sieht man auch nur mit drei Pedalen. Und ich mag das Auto. Ich bin zwar eher Freund von deutschen und amerikanischen Autos, aber wenn das so ein JDM Auto ist, aus so Fast and Furious, dann finde ich das auch cool. Auch mit diesen verchromten Felgen. Ein schönes Auto ist das. Mitsubishi. Genau. Es hatte auch schöne Auftritte im Film. Als nächstes würde ich mal sagen, das ist der hier. Ist der Toyota Supra. Sorry, ich bin mir überhaupt nicht mehr sicher, aus welchem Film der ist. Ich meine, das war der vierte Teil da. Zumindest bei irgendeinem Film, da sind Dom und Brian am Anfang so rumgecruised. Und da hatte Brian einen Dodge Challenger. Nee, Dom hatte einen Dodge Challenger und Brian hatte dieses Auto hier. Oder war es das aus Teil 7, wo der sich am Ende von Dom verabschiedet und die ein letztes Rennen zusammenfahren? Weiß ich nicht. Dieses mit dem Abschied und so und dieses Ehre, das ist jetzt für die neuen Filme eh für den Arsch, weil ja, im neuen Film wurde angeteased, dass irgendwie Paul Walker wieder zurückkehrt, obwohl er ja tot ist. Also der Schauspieler von Brian ist ja Paul Walker und der Schauspieler ist tot. Wie soll man den dann zurückbringen? Und wenn ja, wenn die es irgendwie schaffen, wie damals mit Carrie Fisher, dann macht es keinen Sinn, dass die den so am Anfang so schön verabschiedet haben, so in Ehre. Und dann der auf einmal wie aus dem Nichts einfach zurück ist. Und es wird halt auch nicht erklärt, wo er in den letzten Filmen war wahrscheinlich. Wenn doch, dann hoffe ich, dass es eine gute Erklärung ist, weil einfach zu sagen, ja, hier ist er wieder, das finde ich nicht so gut. So, hier, das Auto hat auch schöne verchromte Felgen. Das soll eine Hommage an den Toyota Supra sein, den er im allerersten Fast and Furious fährt. Der war ja orange und hatte, wobei doch, der hat auch ein Targa-Dach, wenn man genau hinschaut. Das ist so geriffelt, das konnte er im Film so rausnehmen und dann konnte er so rausklettern. Richtig cool. Auch Schaltgetriebe wahrscheinlich wieder. Ja. Schaltgetriebe macht er halt übelst fun, doch ist übelst kompliziert. Genau. Schönes Auto, auch wenn ich nicht mehr genau weiß, aus welchem Film der jetzt nochmal ist, aber ich meine, es war Teil 4. Als nächstes kommen zwei Autos aus Teil 7. Die wurden beide von Letty gefahren, also der Freundin von Dominic Toretto. Ganz am Anfang hat sie diesen Plymouth Barracuda gefahren. In Schwarz. Bei diesen Race Wars Rennen, da war das. Der hat auch wieder Schaltgetriebe, obwohl Muscle Cars ja eigentlich überwiegend mit Automatikgetriebe gebaut wurden, aber irgendwie in Fast and Furious haben die alle Schaltgetriebe.
Und zum Schluss haben wir dann noch Letty's Dodge Challenger SRT8. Der war auch aus Teil 7 und war dort da in dieser Waldszene, sind die mit dem gefahren. Der hatte auch hinten im Film so einen Fallschirm, wo der dann so runtergeflogen ist aus dem Flugzeug. Und dort vorne und hinten Rammschutz. Da sieht man es auch, dass es Schaltgetriebe ist. Alle Schaltgetriebe. So. Dann sage ich jetzt mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.